Bitte verwenden Sie zum Testen der Produkte die extra dafür zur Verfügung gestellten Tester und öffnen Sie bitte keine Originalware. Ich mache genau das, okay? So, Friends, ich bin natürlich jetzt auch ungeschminkt im DM und werde mich jetzt durch alle Tester durchprobieren und das einfach direkt auf mein Gesicht auftragen. Ich weiß nicht, ob wir ein Full-Face-Make-up zustande kriegen. Ich versuche es. Und ich brauche natürlich einen Primer. Nee, wir brauchen ein Desinfektionsmittel. Meine Haut. Ich will echt mal gerne sehen, wie ich mich so ein bisschen durch die Tester schminken kann und ob wir damit ein Full Face kriegen. So, hier ist übrigens mein kleiner Spiegel, an dem ich mich ein bisschen schminken werde. Und damit werde ich auch die Produkte ein bisschen desinfizieren, weil wir wollen natürlich nicht, dass mir irgendwelche Pilze im Gesicht wachsen. So, ich bin jetzt hier bei der Catrice Theke und ich habe hier einen ganz neuen Primer entdeckt, den ich noch gar nicht kannte. Und zwar hier der Tensational 10-in-1 Dream Primer. Und das hier ist der Mini-Tester dazu, also das ist die Originalgröße hier unten. Und das ist ziemlich neu, ich glaube, das hat noch keiner verwendet. Tester. Alles klar. So, das ist jetzt hier der Mini-Primer-Tester. Kommt leider in so einem Spatel, was ein bisschen ungünstig ist. Aber ich werde es so ein bisschen einfach auf meine Handfläche auftragen und dann was im Gesicht. Das ist definitiv ein ganz neuer Primer. Der glowt auch ein bisschen und riecht nach Bettwäsche. Also so nach frisch gewaschener Bettwäsche. Ich glaube, nach diesem Video werde ich, glaube ich, 5 Dampfbäder nacheinander machen. Aber kennst du das dann auch, wie zum Beispiel bei Douglas, da gehe ich auch immer hin, um mich so mit Parfüm anzusprühen. Das sind ja auch immer nur Tester. Gut, Parfüm kann man jetzt auch nicht vergleichen mit Make-up, aber du weißt, was ich meine. Deswegen will ich es mir unbedingt mal versuchen, mich mal komplett im DM nur mit Testern zu schminken, indem ich die Produkte einfach mal nur probiere. So, als nächstes kommt auch Foundation und ich will definitiv immer noch Produkte benutzen, die ich bis jetzt noch gar nicht so richtig ausprobiert habe. Hier von NYX ist hier die neue Bare With Me Foundation. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ich glaube, das ist mir definitiv zu dunkel. Ich nehme jetzt hier das erste. Und hier unten ist dann der Tester. Und ja, nice. Oh, ist schon sehr rosa hell. Ich glaube, ich müsste hier ein paar Farben irgendwie mischen. Okay, das ist einfach viel zu dunkel. Ich nehme jetzt mal ein bisschen davon. Natürlich habe ich auch meinen kleinen Beauty-Schwamm dabei. Der große wäre, glaube ich, ein bisschen zu auffällig gewesen hier. Deswegen nehme ich hier den kleinen und vermische das hier so ein bisschen. Irgendwie ist die Foundation schon sehr gelb. Deswegen packe ich noch so ein bisschen mehr Rosa dazu. Kurz casual im DM meine Morgen-Make-up machen. Ich meine, get ready für die Arbeit. Get ready for school. Aber man kann ja Make-up ja im DM ja ausprobieren, oder? Also ich mache hier gerade nichts Verbotenes, oder? Mein Beauty-Blender habe ich auch von zu Hause. Easy going. Also ich wusste schon, dass die NYX Bare With Me Foundation schon eine sehr geringere Deckkraft hat. Die ist schon sehr gering, also eher so für im Sommer. Aber sie lässt sich wirklich super schnell einblenden. Ja, nur bei der Farbe mussten wir halt 2 mischen. Das finde ich immer ein bisschen doof, dass man dann so 2 verschiedene Foundations dann kaufen muss, damit du halt eine Farbe hast. Ich finde es mit der geringen Deckkraft eigentlich gar nicht so schlimm, weil gerade für den Sommer kann man super schnell und einfach noch so ein bisschen natürlich mitarbeiten. Und ich fühle mich ganz leicht hier eingeengt in diesem Minispiegel. Okay, das hat besser funktioniert, als ich dachte. Guck mal, wie entspannt ich hier eine Foundation auftragen kann. Und kein Mensch sagt was. Noch nicht, Lisa. Ich habe hier so einen Pickel am Hals. Sieht aus wie so ein Knutschfleck, aber no. So entspannend ist mein Leben leider nicht. Wenn man einen Pickel am Hals statt einen Knutschfleck hat. Can't relate. Weiter geht's mit dem Concealer. Ich bin jetzt auch hier bei Essence und da probiere ich jetzt einfach mal den Camouflage Plus Healthy Glow Concealer in der hellsten Farbe. Oh yeah, oh nein. Essence ist die Nummer 3, aber ich brauche Nummer 1, die 10. Das ist eine Eyeshadow Base und kein Tester, alles klar. 20, 10. Bei 30, ja. Alles gut, kein Sinn. Das würde ich ganz gerne vorher sauber machen. Ich mache den Concealer ein bisschen hier sauber. Immer ein bisschen mit Desinfektionsmittel, weil ich glaube, ich muss das nicht erklären, weil, you know, so schön sauber. Jetzt kann ich hier ein bisschen Concealer auftragen. Mmh. Okay. Ist echt so eklig. Ja. So, ein bisschen Concealer hier. Ich probiere ja nur aus, also alles gut. Ich
bin natürlich immer ausgestattet, habe jetzt hier auch zum Glück meinen Beauty-Schwamm dabei. So, also wenn ich jetzt hier nicht aus dem DM rausgehe und wie eine Mamacita Esmeralda aussehe, dann weiß ich auch nicht. Es geht weiter mit Puder. Und ich habe jetzt hier bei BH Cosmetics hier ein Puder. Aber wenn ich die jetzt hier aufmache, das willst du nicht sehen. Also die Leute haben da reingedetscht und mit ihren Nägeln da rumgegraben. Das ist echt... Ich, keine Ahnung. So, Tester. Was jetzt? 2, 3, 4. Wir brauchen was Helleres auf jeden Fall. Ah, das sieht eigentlich noch ganz sauber aus. Die anderen sahen ein bisschen schlimmer aus. Der Tester ist sie auch fest, im Gegensatz zu den anderen. Die anderen sind hier locker. Oh Gott. So, der Tester ist eigentlich einigermaßen getrocknet. Ich gehe jetzt mal hier in den Puder rein. Geht doch. Und damit pudere ich einfach so meinen Concealer ab und den Rest von meinem Gesicht. Ich finde, das Ergebnis kann sich schon sehen lassen. Eine leichte Alltagsfoundation, schön abgedeckt, nicht zu viel, auch nicht zu wenig, abgepudert. Ich weiß, dass auf jeden Fall NYX in neue Augenbrauenstifte hat, und zwar die hier. Die habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Ich glaube, dass Chocolate hier oder Ash Brown am besten wären. Hier, das sind die Tester. Die haben voll die süße Bürste. Voll süß, wie so eine kleine Zahnbürste. Ash. So, ich habe jetzt hier die Farbe Ash Brown genommen. Das ist hier die erste. Ich glaube, die passt eigentlich am besten. Ne? Und auch hier ein bisschen Desinfektionsmittel. Nur zur Sicherheit, Leute. Nicht nachmachen, aber einfach nur zur Sicherheit. Naja, auf jeden Fall hier mit der dickeren Seite male ich hier meine Augenbrauen nach. Und hier mit der kleinen Zahnbürste hier, die richtig süß ist, kann ich hier das schön verblenden. Der hier ist schon sehr dick. Also damit kann ich nicht so präzise arbeiten. Aber für die Augenbrauen mag ich es dann doch dünn und präzise, um schön kleine Härchen zu machen. Aber ich glaube allgemein, auch durch die Foundation mit weniger Deckkraft wird dieser Look dann schon natürlicher auf jeden Fall. Friends, es ist nicht perfekt, aber ich bin nicht nur hier eingeengt. Ich benutze einen Tester. Es ist gerade nicht so perfekt das Ergebnis, wie ich es mir zu Hause wünschen würde. Aber das Ziel ist einfach nur geschminkt, komplett geschminkt aus dem DM rauszugehen. Ich bin jetzt hier bei Trend It Up Konturpalette. Dann nehme ich hier die Konturfarbe. Zum Glück trocknet es sehr, sehr schnell. So. So, Friends, natürlich habe ich meine eigenen Pinsel dabei, weil muss sein Equipment. Das ist jetzt hier mein Konturpinsel, mein Kontur- und Highlight-Pinsel aus meinem Set. Läuft. Die Trend It Up Konturpalette fand ich schon immer gut. Das habe ich mir nur so ein bisschen hier genommen. Ich glaube, so fremde Pinsel von hier hätte ich nicht verwenden können, weil so weit muss ich nicht gehen. Aber ich bin gerade echt gerade happy, wie das so ganz aussieht. Das ist einfach ein ganz normales Alltags-Make-up. So, ich bin jetzt hier im Bereich Highlighter. Nein, zu dunkel. Aber gleich hier unten. Sehr schön. Dann nehmen wir halt die rosé-goldene Variante. Hübsch. Die sind geil, gell? Ja, bald nicht mehr so hübsch auf meiner Haut, weil ich werde an der Stelle einen Pilz kriegen. Ich sehe schon. Ich glaube, ich habe genug davon. Ein bisschen Highlighter hier. Man sieht original nichts und das Baby schreit schon deswegen. Also, wobei doch hier ein bisschen im Licht, siehst du es? Ja. Super. Ich habe mir gerade an meiner Lippe. Das ist eine Fiktion. Ich bin gewappnet mit einem Lidschattenpinsel, weil jetzt kommt Lidschatten. Und ich glaube, dafür eignet sich nichts Besseres als natürlich die Lidschatten von BH Cosmetics. Ja, einmal hier die Zodiac-Palette. Der Tester ist nämlich hier unten. Damit kann man nichts swatchen. Das war's dann. Keine Zodiac für mich heute. Was ist hier mit... Ah, siehst du, die geht hier besser raus. Hier kriegen sie nicht ganz raus. Wahrscheinlich ist die Palette zu groß. Ja, klar. Das ist sogar im Angebot, die Glam Reflection Palette. Also die Palette sieht schon sehr mitgenommen aus. Gerade die hier, das arme Ding und hier sind mit Löffel reingedatscht. Keine Ahnung. Friends, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. So, erstmal schön desinfiziert. Damit sie auch einen richtig schönen, unsauberen Spiegel. Ich werde jetzt hier einfach hier in die matte braune Lidschattenfarbe gehen. Ich glaube, ohne meinen Lidschattenpinsel wäre ich echt aufgeschmissen. Ich mache hier nur so ein bisschen brauner Lidschatten in meiner Lidfalte. Ich mache hier wirklich nur was ganz Leichtes, weil ain't nobody got time for a smoky eye, cut crease, double wing eyeliner. Aber ich hätte echt ganz gerne die Zodiac-Palette benutzt, weil da gab es richtig schön bunte Farben und ich hatte heute Lust auf
Pink oder so, aber heute nicht. Als nächstes gehe ich jetzt hier in diese Kupferfarbe. Die trage ich dann hier unten auf. Okay, mit so viel Pigment hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich muss das kurz ausbessern da hinten im Spiegel. Okay, ich kann an dieser Stelle eigentlich gleich nochmal Concealer auftragen, weil damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wie bin ich eigentlich Beauty-Guru geworden, wenn ich so aussehe? Keine Ahnung, es sieht so aus, als hätte ich so 3 Tage lang nicht geschlafen, oder? Friends, es ist halt wirklich super schwer, sich so ein bisschen ansatzweise hier Mühe zu geben, weil es sind nur Tester, ich habe so eine leichte Phobie. Ich bin immer alles am Desinfizieren und hier sind auch so viele Leute, die ich auch nicht filmen darf. Es ist ein bisschen schwer, mich zu konzentrieren und irgendwie einen halbwegs schönen Look zu kreieren. Also hat ein bisschen Verständnis. Wobei, ich benutze gerade Tester, also ihr müsst Verständnis haben. So, ich gehe jetzt hier in diesem schönen Creme-Champagner-Ton, weil den hatte ich nämlich gerade schön sauber gemacht. Oha, guck mal, wie schön der ist. Ein bisschen krümelig. Okay, es fällt einfach komplett auf meinen Wimpern. Guck mal. Guck mal, wie schön der schimmert. Also, du konntest es echt gut retten. Oder? Guck mal. Was sagst du? Hm? Ja, das ist natürlich. Natürlich ist der Bruder von Scheiße. Mascara kann ich natürlich nicht hier auftragen. Hier gibt es keine Mascara-Tester. Die Lippen, ich dachte, von L'Oreal hatte ich noch gar nichts verwendet. Ich nehme jetzt hier die Ultra Matte Liquid Lipstick. Voll schön. Das ist aber noch zu pink. Was ist damit? Besser. Das ist jetzt hier die Farbe 836. Ja, fresh. Mhm. Ich tue jetzt hier den Liquid Lipstick hier so ein bisschen an meiner Hand erstmal. Und dann werde ich das ganz sanft mit meinen Fingern auftupfen. Ich habe es desinfiziert, also es kann nichts passieren. Also folg mal hinüber auf Instagram, wenn du sehen möchtest, wie sich mein Gesicht in den laufenden Tagen verändert. Und ich wahrscheinlich ins Krankenhaus muss. Ich tupfe das jetzt hier mit meinem Finger einfach nur drauf. Ja, irgendwie bin ich gerade so voll versteinert. Friends, ich wurde gerade im DM erkannt, deswegen bin ich so, ich filme gerade. Ohne Witz, ich sollte echt die DM-Filiale wechseln, weil ich kann hier nichts mehr machen. Sehr schön, es sieht fast so aus wie meine eigene Lippenfarbe irgendwie. Richtig schönes Nude-Ton und richtig matt, guck mal. Man sieht gar nichts, also es glänzt nicht mal, oder? Sehr schön. Soll ich dasselbe Video mal in Sephora machen? Da gibt es auch viel mehr andere Marken und auch, sagen wir mal, eher so High-End-Marken. Das wäre mal richtig cool, mal auszuprobieren. Auch kostenlos so richtig teure Produkte auszuprobieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Friends, das Ergebnis ist nicht das Beste. Ich war sehr abgelenkt. Aber ich finde, es kann sich sehen lassen, dadurch, dass es also nur mit Tester war und hier im DM innerhalb von, keine Ahnung, 20 Minuten. Dafür, dass es unter diesen Voraussetzungen gemacht wurde, bin ich echt happy. Die Mascara fehlt nur und ansonsten würde ich sie nicht empfehlen, das zu machen. Aber war definitiv mal eine coole Erfahrung. Und dann würde ich sagen, ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns schon im nächsten Video wieder. Bis dann!